Ich freue mich, nach so vielen Jahren Pause, Zwangspause, endlich wieder hier zu sein. Corona hat viel verändert. Danach bin ich ein bisschen krank geworden. Ganz fit bin ich noch nicht. Aber ich habe es zumindest mal hierher geschafft. Und entgegen den Unkenrufe der Dreckspresse aus Oberndorf am Neckar muss ich sagen, Rock of Ages findet statt. Und wenn mich jetzt einer für arrogant hält, dann geht mir das am Arsch vorbei. Wenn jemand das durchgemacht hätte, was ich die letzten 3 Jahre durchgemacht habe, dann kann er mir in die Augen gucken. Ansonsten habe ich mir gar nichts vorzuwerfen und ich habe auch nichts zu bereuen. Gebt mal einen ganz lauten Applaus. Wir haben, ich war ja lange Zeit in der Klinik, bin zweimal fast über die Wupper gegangen. Und ich habe ein ganz gutes Team um mich herum gehabt, aus der Corona-Klinik in Tübingen. Ich habe die alle eingeladen. Wir haben so 30, 40 Leute hier. Bitte mal. Wenn die Leute und Dr. Faul nicht gewesen wären und Dr. Faul selber, wäre ich wohl nicht mehr hier. Hallo, hier! Aber man kann. Man kann Leukämie überleben, es geht. Ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell Stammzellenspender gefunden habe. Deswegen möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für die DKMS. Ihr tut was Gutes, wenn ihr euch checken lasst. Ja, dann möchte ich mich noch bei Uli Roth bedanken, der umgehend für Sweet eingesprungen ist. Andy Scott hat leider Corona erwischt und ja, es gibt es immer noch. Das war innerhalb von, 6 oder 8 Stunden hat Uli zugesagt und ist direkt losgefahren in England. Und deswegen dann nochmal herzlichen Dank. Ja, und also die Wetterprognose ist ja nicht ganz so übel. Und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß. Vielleicht hören wir uns morgen nochmal. Viel Spaß. Tschüss.